Ich kann euch verraten, hier riecht es fantastisch nach Karamell. Denn ich gucke mir heute an, wie Bonschen hergestellt werden, und zwar Karamellbonschen. Bei mir ist Iris Geiger. Du hast hier diese Manufaktur und du stellst jeden Tag Bonschen her. Und heute machen wir Karamellbonschen. Was ist das Besondere daran? Karamell ist richtig lecker. Jeder hat eine Kindheitserinnerung mit Oma mal versucht, Karamellbonbons zu machen. Und die gehen aber auch ganz schnell schief. Und das ist die große Kunst des Karamellkochens. Und wir machen heute einen Mandel-Karamell-Bonbon. Und der Zucker hat jetzt gekocht. Den haben wir jetzt auf die Silikonmatte gegossen. Und jetzt ist deine erste Aufgabe, also meine Assistentin. Ja, natürlich. Außen kühlt das ja jetzt schneller ab als in der Mitte. Ja. Das heißt, wir machen den äußeren Rand mit dem Finger ein bisschen ran und so hoch kicken. Und das dann wieder, genau, und das jetzt in die heiße Masse, nur soweit es sich ablöst, so einen kleinen Kick machen. Das ist ganz normaler Haushaltszucker, wie du den auch zu Hause hast. Und da kommt Wasser rein. Ah. Das Wasser löst den Zucker auf und dann kann das nicht mehr anbrennen. Und dann auch nicht rühren? Um Gottes Willen. Nein? Nein, die gute Hausfrau rührt zwar dauernd im Topf rum, aber beim Zuckerkochen macht man das nicht. Man zerstört die Zuckerkristalle und dann hat man eine bröselige Masse, aber nicht so eine schöne, weiche Struktur. Und was machen jetzt große Industriebetriebe anders? Oder wird das da genauso hergestellt? Also ich befürchte mal, das meiste, was du an Karamell kaufst, das wird chemisch hergestellt. Kein natürlicher Karamell, weil das Schwierige am Karamellkochen ist, dass der jeden Tag anders gekocht wird. Unsere normalen Fruchtbonbons, die werden bei ungefähr 150 Grad gekocht. Das ist jeden Tag das Gleiche. Und der Karamell, der wird höher gekocht und mit jeder Grad, dass man sich verändert, verändert sich auch die Struktur von dem Zucker. Es reagiert ganz anders. Das heißt, ich bin ungefähr bei 170 Grad beim Karamellisieren, aber es ist jeden Tag anders, je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Jetzt sind wir soweit. Was passiert jetzt? Jetzt geht's los. Die Masse kann ich jetzt von der Matte ablösen. So, jetzt mache ich meine Wärmelampe an. Die ist für warum? Damit wir jetzt die Temperatur halten. Das ist jetzt eine Temperatur, da kann ich gut verarbeiten. Ja. Und wenn man sich das mal anguckt. Oh, sieht aus wie Bernstein. Ah, genau, fällt gleich runter. Ist ganz transparent. Nee, die Kunst ist es nicht fein. So, jetzt kann ich das ein bisschen kneten. Ja. Und Luft einarbeiten. Und die Luftbläschen sorgen dafür, dass es heller wird. Ah. Es ist immer noch sehr, sehr heiß. Sind das eigentlich natürliche Bonbons, die hier hergestellt werden? Und was kommt bei konventionellen Bonschen mit rein? Konventionelle Bonbons werden oftmals mit künstlichen Farben und künstlichen Aromen gemacht. Und bei uns, unsere Fruchtbonbons, die haben alle natürlichen Farben, natürliche Aromen. Und der Karamell, das ist der reinste Bonbon, weil das Karamellisieren bringt den Geschmack und die Farbe. Erinnert mich so ein bisschen an Knete oder Fimo. Ganz genau. Oder? Ja, da erwirbt man seine Grundkenntnisse fürs Bonbon machen. Da könnte ich jetzt auch... Oh, in der Mitte wird es aber zu dünn. Genau. Na, jetzt ist er schon ein bisschen hart, jetzt muss er auch in die Stanze. Oh, jetzt schnell in die Stanze. So, den ollen Wurm mit Liebe und Gefühl. Da kriegt man auch Muckis beim Bonschen machen hier. Genau, und dann ziehst du ihn da wieder raus und zum Abkühlen. Super, ich finde, der ist gut geworden. Der ist perfekt, also du kannst sofort anfangen. Na, wenn man jetzt so Bonschen und Toffee-Creme und Marmelade und alles mit... Achso, ich mach mal weiter. So herstellt, hat man manchmal ein schlechtes Gewissen, weil man ja Karies mitverkauft, so nach dem Motto. Also wir haben auch schönen Zucker, der verursacht kein Karies. Wird auch aus der Zuckerrübe gewonnen. Ja. In einem anderen Verfahren als unser normaler Zucker. Und deswegen hat der ein bisschen gesündere Eigenschaften. Nicht jeden Tag 10 Stück, sondern immer mal genießen. Genau, oder? Das ist ein Genießerbonbon. Sag mal, wenn wir jetzt hier fertig gerollert haben, dann genießen wir das aber auch mal, ne? Oh ja. Oh, guck mal, ich bin nicht so gut in der Mitte. Ich bin ein... In der Mitte kleine Schwächen, aber... Ja, in der Mitte kleine Schwächen, sonst... Oh. Ganz einfach. Sag mal, diese Stanze, habt ihr euch die selber ausgedacht? Nicht selber ausgedacht, sondern nach alten Vorbildern bauen lassen. Weil diese Stanzen, den Beruf des Zuckerbäckers, gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Und wir wollten das wieder aufleben lassen und haben uns von einem Schmied hier aus der Gegend halt extra diese Bonbonstanze bauen lassen. Ach hey. Und als der dann fast fertig war, rief er mich an und sagte, Iris, jetzt musst du aber kommen und die Stanze ausprobieren. Und dann ich so, ja, wie soll ich die denn ausprobieren? Und dann bin ich mit einem alten Campingkocher und einem alten Topf in die Schmiede gefahren und habe in der Schmiede unsere ersten Bonbons gekocht.
Wunderbar. Und wenn die jetzt gleich hart geworden sind, dann breche ich sie durch und dann werden die scharfen Kanten abgesiegt und dann bekommst du deinen ersten warmen Mandelkaramellbonbon. Wie viel hast du zugenommen, seitdem du Bonbons machst? Oh. Geringfügig. Geringfügig. Als wir angefangen haben, gab es eine Auflage. Es hieß, ich darf jeden Bonbon, den ich mache, probieren. Muss ich ja auch. Aber ich darf ihn nicht aufessen. Ah, wie beim Weinkosten. Genau, sehr so ähnlich. Aber den werde ich jetzt austrinken. Den genieß bis zum Schluss. Ich kann nur sagen, immer mal wieder ein Bonchen, vielleicht mal einen Kaffee oder Tee, kann nicht schaden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier war.